Moin Leute, wir gucken uns das neue Update an und in diesem Update ist eigentlich gar nichts passiert. Also das Einzige, was neu hinzukam, ist ein Update für die Mobile-App und zwar Gruppenzentrum. Zeige ich euch jetzt sofort, wie das Ganze funktioniert und was es überhaupt sein soll. Und dann gucken wir uns mal Batman x Fortnite an, Leute. Es ist soweit, Batman kommt zu Fortnite, das heißt, es werden Skins neu sein. Dann neue Challenges und ein neuer Ort, Gotham City, werde ich euch alles gleich nochmal zeigen. Aber als allererstes mal zum Thema mit dem Gruppenzentrum. Und zwar müsst ihr euch keine zusätzliche App runterladen, sondern einfach nur Fortnite, das Game selbst. Und Gruppenzentrum ist sozusagen der Startbildschirm jetzt bei dieser App. Das heißt, ihr landet nicht direkt im Spiel, sondern erstmal auf diesem Bildschirm, wo die Verbindung hergestellt wird. Keine Ahnung, es dauert jetzt erstmal so ein bisschen. Dann wird optimiert. Und dann müsste man eigentlich schon im Game drinne sein. Das ist jetzt mein zweiter Account, mit dem ich hier online drinne bin. Das Einzige, was man hier noch verändern könnte, wäre zum Beispiel mein Hintergrund. Das heißt, ich könnte jetzt einen Skin auswählen, den ich zum Beispiel habe. Auf dem Account habe ich leider keine Skins, aber wenn ihr irgendwie Skins gekauft habt und so weiter, sind die alle hier drinne. Also das ist jetzt, man könnte sozusagen diese App auch dafür benutzen, um Leuten zu zeigen, welche Skins man hat. Es gibt wirklich nicht viele Funktionen in diesem Game und dann natürlich nochmal Hintergrundbild ändern. So, wenn ihr das alles eingestellt habt, dann seht ihr hier unten eure Freundesliste. Ich habe mich selbst nur als Freund drin, also ich habe keine Freunde hier, sozusagen, richtig traurig. Nee, aber auf jeden Fall kann ich jetzt diese Lama-Glocke betätigen und wenn ich da drauf drücke, bekomme ich hier im Spiel jetzt eine Einladung. Ich nehme die jetzt mal an, da steht eine Gruppeneinladung und dann bin ich da drin. Und die einzige Funktion, die es hier gibt, ist Es ist jetzt übertrieben verwirrend, wenn ich mich selber höre. Aber ihr seht schon, man kann einfach nur reden. Mehr nicht. Ja, man kann einfach nur... Kennt ihr das? Ach Gott, das ist so anstrengend, so zu reden. Auf jeden Fall kann ich da noch auf Spielen drücken. Mehr nicht. Ich gehe mal wieder raus. So, bin mal ganz kurz rausgegangen. Das ist übertrieben verwirrend, wenn man sich die ganze Zeit so zeitverzögert hört. Das sind die einzigen Funktionen momentan in dieser App. Also man kann auch nicht chatten oder so weiter. Man kann wirklich nur miteinander reden. Seht das Ganze sozusagen wie eine Telefon-App. Ja? Man kann mit seiner Freundesliste momentan telefonieren und dann auf Spielen gehen, wenn man zum Beispiel in einer Gruppe ist. Dann geht man direkt ins Game rein. Ja? Also es ist ziemlich eigenartig. Ich hätte mich ja darüber gefreut, wenn es zum Beispiel andere Funktionen hier noch gäbe, wie zum Beispiel, dass man seine Challenges sieht, die man noch irgendwie offen hat. Vielleicht noch eine Map, Skins, Shop und so weiter. Aber ich denke mal, oder ich hoffe zumindest, dass diese Funktionen hier noch reingehauen werden mit den zukünftigen Updates. Und das ist erstmal sozusagen die Basic-Variante davon, beziehungsweise jetzt als Mobile-Variante der Startbildschirm. Was eigentlich ganz gut ist, muss ich sagen. Also wie gesagt, wenn diese Funktionen dazukommen, könnte es eigentlich ziemlich geil sein, um den Shop zu checken und so weiter. Wäre, glaube ich, ganz cool, aber jetzt aktuell ist es das Einzige, was man hier machen kann. So, Leute, gucken wir uns jetzt mal die einzige neue Veränderung auf der Karte an, und zwar Tilted Town hat jetzt ein Rift Beacon bekommen. Das heißt, dass die Stadt sich nochmals verändern wird, ja? Und zwar wird das Ganze zu Gotham City. Also wir bekommen Batman x Gotham City. Das Ganze wurde in Gamefiles gefunden. Gucken wir uns gleich nochmal im Detail an, denn die Karte kann man von oben sehen, die Minimap. Aber ich erkläre euch nochmal ganz kurz, warum das Ganze jetzt gemacht wird, und zwar ist jetzt am Samstag, also am 21. September, der Batman-Tag. Batman wird 80 Jahre alt und das Ganze wird weltweit gefeiert. Ich glaube, in vielen verschiedenen Städten, ich glaube 11 verschiedene Städte oder so oder mehr, und Berlin ist eine davon. Das heißt, am Potsdamer Platz 11 wird am Samstag ein Bat-Signal irgendwo aufgebaut. Ja, ich habe keine Ahnung wo, ich komme nicht aus Berlin, aber wer in Berlin ist, guckt euch das auf jeden Fall mal an. Ein Bat-Signal wird in vielen verschiedenen Städten aufgebaut und ich denke mal, dass es in Fortnite nicht anders sein wird. Eventuell bekommen wir ein Bat-Signal die Tage, ja, vielleicht vor dem Samstag mit diesem Beacon hier vorne, und dann wird die Stadt sich dann verändern. Und wir gucken uns jetzt mal die Stadt an und die einzelnen Sachen, die jetzt von Batman noch dazukommen werden. Hier sehen wir jetzt die Minimap von Tilted Town bzw. von Gotham City. Und von oben erkennen wir jetzt natürlich nicht viel, außer jetzt der Grundriss. Der muss ja Tilted Towers sein. Und ansonsten sieht es halt wesentlich moderner aus. Und ich denke mal, dass das Ganze auch so großstadtartig gehalten wird. Ich meine, Gotham City, ne? Ist eine Großstadt. Was cool wäre, ist, wenn man in diese Zone reinfliegt, dass es auf einmal Nacht wird. Also, dass es dunkel wird und sich somit halt alles verändert mit Lichtern und so weiter. Würde ich extrem feiern. Wir haben auch einen Hintergrundbildschirm, beziehungsweise einen Ladebildschirm.
Bildschirm, kein Hintergrundbildschirm. Und zwar dieses Bild hier vorne. Und ich denke mal, dass das hier Gotham City sein wird. Also wir erkennen jetzt nicht viel auf diesem Bild, außer jetzt die einzelnen Silhouetten und so weiter von den Hochhäusern. Und natürlich hier die rechts diese Markierung für den Battle Pass Stern. Ansonsten hätte ich halt gehofft, dass man hier schon so ein Bat-Sign sieht oder wie auch immer. Aber wir sehen hier eigentlich gar nichts. Also wir sehen halt nur, wie gesagt, so diese ganz leicht, so diese Umrisse von den Häusern und so weiter. Aber das wird, denke ich mal, tilted werden in einem neuen Update, oder? Erkennt man da irgendwas anderes? Ne, ich sehe nichts, ne? Nicht irgendwo, dass Batman irgendwo durch die Gegend fliegt oder so, ne. Aber das wird auf jeden Fall die Stadt werden. Gucken wir uns jetzt die Challenges an zu diesem ganzen Batman-Event. Und zwar sehen wir hier auch ein paar Belohnungen. Und zwar ein Gleiter, dann ein Icon und ein Spray. Bei den beiden Fragezeichen ist, glaube ich, ein Gleiter noch dabei. Den gucken wir uns gleich nochmal an, denn es wird noch einen weiteren Gleiter zu Batman geben. Und bei den Challenges selbst sehen wir ein paar coole Sachen. Und zwar Gotham City wird direkt erwähnt, das heißt, die Stadt wird auch so heißen. Und das Weitere ist, dass Joker erwähnt wird. Das heißt, hier steht bei dieser Challenge zum Beispiel Diffuse Joker Gas Canisters. Das heißt, wir müssen irgendwas deaktivieren, irgendwelche Gaskanister. Joker hat die irgendwo verteilt und möchte das Ganze vielleicht in die Luft sprengen oder wie auch immer. Aber Joker wird erwähnt, das heißt, potenziell ist Joker auch nochmal als Skin drin. Es gibt allgemein keine Leaks jetzt zu den Skins, aber es wird 3 Skins geben. Es wird einen männlichen, nee, es wird 2 männliche Skins geben und einen weiblichen Skin. Ich denke mal, dadurch, dass Joker erwähnt wird, wird es Batman selbst als Skin geben, Joker als Skin geben und dann einen weiblichen Skin. Und da ist jetzt die Frage, ist es Harley Quinn, ist es Catwoman, ist es vielleicht Batwoman, weil ich glaube, die Serie wird jetzt auch in 2 oder 3 Wochen wird die jetzt released. Keine Ahnung, also der weibliche Skin steht nicht fest. Ich würde mir Harley Quinn wünschen, ja, also wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen Harley Quinn, Catwoman wäre eigentlich auch ziemlich cool. Batwoman hätte ich gar keinen Bock, bin ich ganz ehrlich, weil Batman hätten wir dann schon am Start, Batwoman, nicht so der Fan, aber Harley Quinn und Catwoman wäre auf jeden Fall richtig geil. Dann wird es 2 Items zu diesem ganzen Event geben, wahrscheinlich zeitlich begrenzt. Und zwar einmal Explosive Batarangs, also das sind jetzt diese Boomerangs, die explodieren, wenn man sie wirft oder wenn sie in der Nähe von einem Gegner sind. Und die haften auch irgendwie an Wänden, steht hier zumindest. An Spielern und an Wänden haften diese Teile. Eigentlich ziemlich cool. Erinnert so ein bisschen an die Sticky-Granaten, muss ich ehrlich sagen. Wahrscheinlich haben die das irgendwie damit kombiniert. Das heißt, wie so ein Sticky-Bumerang, den man irgendwo hinwirft. Aber er explodiert auch, wenn Gegner in der Nähe sind. Das heißt, wenn man den irgendwo an die Wand heftet und ein Gegner vorbeiläuft, müsste das Ganze explodieren. Und dann bekommen wir jetzt die Grappling-Hook wieder. Also die Grappling-Hook ist ja eigentlich schon ein bisschen länger gewaltet worden. Und jetzt bekommen wir nochmal die Grappling-Hook wieder, aber jetzt mit der Batman-Variante sozusagen. Hier steht auch Batman Grapple Gun. Also es ist eigentlich die ganz normale Grapple Gun, die wir auch schon damals im Spiel hatten, aber diesmal jetzt sozusagen in diesem Batman-Style. Jetzt gucken wir uns mal den Gleiter an, den ich erwähnt habe, der jetzt auf diesem Bild von den Challenges nicht zu sehen, weil ich denke mal, das war mit einem Fragezeichen versehen, glaube ich aber nur. Wie gesagt, könnte sein, dass das Ganze irgendwie ein Bundle wird, was man sich kaufen muss oder so, aber das ist auf jeden Fall ebenfalls ein neuer Gleiter in den Gamefiles bezüglich Batman. Wir sehen jetzt den Namen nicht dazu, also wie das Ganze heißen soll, aber ich denke mal irgendwie Batman-Gleiter, also keine Ahnung. Sieht aber auf jeden Fall richtig, richtig nice aus. Und dann haben wir hier nochmal das Cape von Batman selbst mit dem Logo hinten drauf. Das sind übrigens die beiden einzigen Sachen, die bisher irgendwie geleakt wurden, wo wir jetzt die 3D-Modelle davon haben. Alle anderen Sachen, das heißt diese 3 Skins und der ganze Zusatzkram, der da noch kommen soll, höchstwahrscheinlich, den kennen wir jetzt noch nicht. Also wir wissen auch nicht, welche Charaktere kommen sollen. Das ist wie gesagt nur eine Vermutung momentan. Aber wie gesagt, ich tippe halt auf Batman, Joker und Harley Quinn, würde ich jetzt einfach sagen. Und eine weitere coole Sache bezüglich Batman sehen wir ab morgen im Epic Store auf dem PC. Und zwar werden wir Batman-Spiele kostenlos bekommen. Normalerweise kann man auf diese Fläche hier mal draufklicken, also hier, wo Batman draufsteht. Momentan geht's nicht und hier stehen Fragezeichen. Ich gehe aber mal davon aus, weil wenn man auf dieses Bild ranzoomt, dann sieht man dort auf diesem Bild viele verschiedene Batman-Games. Da sehen wir Batman Lego, Arkham City, Arkham Knight und so weiter. Ich denke mal, oder ich gehe mal davon aus, wenn Epic Games es wirklich durchzieht, dass wir alle Batman-Games da kostenlos bekommen werden, ab morgen, ab dem 19. September bis zum 26. Wäre auf jeden Fall eine ziemlich geile Sache und würde halt perfekt zu diesem ganzen Batman-Event passen. Vielleicht beginnt das Ganze auch schon morgen und nicht erst am Samstag. Wäre auf jeden Fall ziemlich nice. So, kommen wir von der Batman-Geschichte zu anderen Skins, die neu in den Gamefiles drin sind, beziehungsweise entschlüsselt wurden. Das ist jetzt der Traveler-Skin, ein Area 51-Skin, der an
Die Monster AG erinnert. Wie heißt denn der? Der mit dem großen Kopf und dem Auge. Keine Ahnung. Ne? Aber auf jeden Fall ist das jetzt der Area 51 Skin. Da steht sogar 51 bei ihm auf der Schulter. Also das ist, wie gesagt, das ist Area 51 Skin. Er hat Yeezys an und hier vorne irgendwelche Fußfesseln. Das ist einer von den beiden Skins, die jetzt neu drin sind. Und dann dieser Skin hier vorne, und zwar der Female Love Ranger. Der ist ja auch als Statue schon drin. Ich habe ja schon vor 2 Wochen gesagt, dass es auf jeden Fall als Skin kommen wird. Und der Female Love Ranger ist jetzt sozusagen in den Gamefiles entschlüsselt worden. Und sieht richtig krass aus. Hier gibt es nochmal ein kleines Video von diesem Skin, wie er am Dancen ist. Vielleicht kann ich hier die Musik mal ein bisschen anmachen. Genau, sieht richtig gut aus, finde ich. Wird wahrscheinlich ein Legendary Skin werden. Würde ich mal tippen. Ich meine, Love Ranger selbst ist ja auch ein Legendary Skin. Und die zweite Variante von ihm auch, dieser Evil Love Ranger. Und genau, das sind die beiden neuen Skins. Und zuletzt etwas sehr Eigenartiges, was jetzt in den Gamefiles neu dazugekommen ist. Und zwar gibt es 5 neue Poster. Das heißt neue Poster, es sind einfach Bilddateien sozusagen, die jetzt im Spiel drin sind, in den Gamefiles. Und das sind diese Poster, also 5 Stück zeige ich euch jetzt. The Final Reckoning Coming Soon steht jetzt auf allen drauf. Und ich skippe hier mal durch zu diesen einzelnen Skins, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und es gibt gar keine Info dazu, also was das Ganze darstellen soll. Ich zeige sie euch jetzt einfach nur mal kurz. Also irgendwie muss ich dabei zum Beispiel an Halloween denken bei diesen ganzen Bildern. The Final Reckoning selbst, wenn ich das google oder so, da kommt da irgendwas Eigenartiges raus, irgendeine MTV-Serie oder so, kein Plan. Auf jeden Fall nichts jetzt irgendwie, was man aus dem Fernsehen oder sonst irgendwo erkennt. Ich glaube, es soll irgendwas ganz Neues sein, vielleicht irgendwie ein Event, vielleicht irgendein Teaser zu Season 11. Also, keine Ahnung, vielleicht wird das jetzt Ganze so angeteasert, irgendwelche Teaserbilder, keine Ahnung. Vielleicht auch irgendetwas zu irgendwelchen Creative-Sachen, irgendwelche Challenges oder sonst irgendwas. Keine Ahnung, also momentan weiß man absolut nicht, was das Ganze sein soll. Wie gesagt, erinnert so ein bisschen an Halloween, aber Halloween ist jetzt auch 6 Wochen noch hin. Fortnite-Mares, irgendwie sowas in die Richtung. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Die sehen aber auf jeden Fall ziemlich geil aus, muss ich sagen. Also, wenn das jetzt Skins werden sollen, ja, dann könnte ich mir das schon ziemlich cool vorstellen. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Also, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, was das Ganze sein soll, vor allem, was das hier da darstellen soll, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin da überfordert. Momentan weiß es eigentlich niemand. Damit sind wir durch mit dem heutigen Update. Eine Sache, die noch geupdatet wurde, bezieht sich auf den Creator-Code. Und zwar funktioniert der Creator-Code jetzt nicht nur im Item-Shop für V-Bucks, sondern auch, wenn ihr euch zum Beispiel Starter-Packs holt oder diese 20-Euro-Packs oder diese Starter-Bundles und so weiter. Da funktioniert der Creator-Code jetzt auch. Und es würde mich natürlich freuen, wenn ihr den Creator-Code Oleg benutzen würdet, wenn euch irgendwas kauft, im Item-Shop oder eben hier im Shop. Ne? Also Dankeschön an jeden einzelnen Supporter. Dankeschön fürs Einschalten und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein!